Hey Leute, ich bin's wieder, Rodax, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Server-Tagebuch hier auf meinem Channel. Ja, und diesmal, wie versprochen, letzte Folge mit ein bisschen Q am Anfang. Drei Folgen am Stück mit fresher Musik am Start natürlich wieder mal. Und das erste ist gegen den Crafting Ben LPs. So, da haben wir ein paar Schneebälle in die Fresse geworfen, wie eh und je. Wie ich das immer mache bei Q, ich benutze die irgendwie nicht, um Leute wegzuhalten von mir, wenn die nahe sind. Nee. Ich werfe die mal gleich so schneeballschlagmäßig am Anfang irgendwo rum. Zack, da ein bisschen. Und ich schieße irgendwie immer rechts von der Person vorbei, ist mir aufgefallen. Ich schieße nie links, aber die Leute weichen immer links aus bei mir irgendwie. Ist jetzt gerade, da wurde mir richtig hart gegeben am Anfang mit dem Bogen. Zack, und nochmal getroffen, und zack, nochmal getroffen, und ja, ein bisschen was habe ich ja eh ausgeteilt. Da muss ich aber schon den ersten Heiltrank nehmen, also das war richtig bitter eigentlich. Da lasse ich mir mal, Alter, jetzt gehen wir mal ein bisschen mit dem Schwert drauf, das gibt's ja gar nicht. Zack, da hat sich der Crafting Bane nochmal geheilt. Zack, nochmal mit dem Schwert, nochmal mit dem Schwert, nochmal mit dem Schwert drauf. Da habe mich ich nochmal schnell geheilt. So, zack, es läuft auf jeden Fall eh schon langsam mit dem PvP. Es geht. Wie gesagt, hier am Austimen, ich weiß nicht, ob ich hier gerade verloren habe oder gewonnen habe. Auf jeden Fall bin ich wunderschön ausgetimt. Also schöner geht's fast gar nicht. Das ist echt richtig nice. Und ich habe verloren. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich gewonnen hätte. Hätte mich echt stark gewundert. Aber gut, kann passieren, YOLO. Und so. Die nächste Runde gegen den Sammel 17. Oder Sam 17, ich kann es gerade nicht lesen von hier. Ist ein bisschen klein auf dem Bildschirm. So, da, hier nochmal mit dem Bogen geschossen. Zack, und zack. Und der trifft mich natürlich jedes Mal. Alter, den Bogen bin ich echt, muss ich echt noch ein bisschen üben. Bei Bad Wars klappt das ein bisschen besser mit dem Bogen, aber naja. Da kann ich auch mehr spammen als hier. Und ja, wieder mal nicht getroffen. Und wieder nicht getroffen, also läuft bei mir mit dem Bogen. Dafür gehen die Schwertkombos echt gut, also hier mal eine 4er-Kombo ausgeteilt, hier nochmal eine 2er-Kombo, da nochmal, na gut, das war eine 1er-Kombo, kann man schlecht sagen. Aber läuft auf jeden Fall schon ein bisschen mehr mit dem PvP, mit dem Schlagen, zack, hier nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen eingeschenkt, zack, da irgendwie so Frieden angetäuscht, da mir wurscht, ich habe da richtig fett mal draufgeschlagen auf den, läuft auf jeden Fall so, hier der Sam 17 war's. Und gleich noch eine Runde Q, die letzte jetzt gegen den Sterax, glaube ich, war das. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Komm, RT, zoomen. Ist ja wurscht. Sagen wir mal, es war das Derax. Wenn nicht, heißt halt mal kurz anders in der, während der Folge. Hier getroffen und zack, wieder getroffen. Da wieder getroffen. Da dachte ich mir, ja, jetzt wieder ein bisschen drauf gehen. Ja, das Derax war's. Ich glaube, der muss sich dann auch relativ bald mal heilen, oder? Kommt mir das nur so vor, oder weiß ich jetzt nicht. Zack, da wieder getroffen. Wenn Leute so geradeaus weglaufen, ist das übrigens sehr, sehr schlecht, weil da kann man halt relativ gut mit dem Bogen nachverfolgen, wo die jetzt hinlaufen werden. So, dass er sich versteckt und dachte, er kann mir da irgendwie entkommen, aber natürlich geht das nicht. Einem Rotax kann man nicht entkommen. Wenn der mal Blut geschmeckt hat hier bei Q, dann gibt's hier auf die Fresse. So, da. Nee, Spaß beiseite. Natürlich verliere ich auch oft bei Q. Und ja, hat man ja vorher gesehen, dass ich immer gewonnen habe. Und jetzt geht es dann gleich mal los mit dem Sterax hier im Admin-Shop, denn er hat gesagt, ey Rotax, darfst du mal so einen Kopf aussuchen, so einen Admin-Shop-Kopf, und da bin ich mit ihm in den Admin-Shop gelaufen, bin hier die Treppe hochgerannt wie ein Irrer, dachte so, Alter, wow, Admin-Shop-Kopf, und ich habe mir, glaube ich, einen Kaktus ausgesucht, wenn ich mich ganz täusche, hat er gesagt, ja, einen von den 10 Kaktusen darfst du dir gerne aussuchen. Und ich halt so, echt, wow, ist er wieder, wie gesagt, ist er immer wieder nice. Wenn Leute einfach so kommen, ey Rotax, such den Kopf aus dem Admin-Shop, oder einfach so irgendwas hinschmeißen. Das läuft halt doch, wie gesagt, das ist halt doch eine relativ nice Geste, und das ist irgendwas, wird da gerade im Gilden-Chat geschrieben. So, hier noch ganz viel Zeug vom Bauen eben, und eben für 10k, und ich so, ja klar, okay, passt so mir hinaus, und da dachte ich mir so, bei 10k-Köpfen ist es so, ich habe ja eigentlich alle 10k-Köpfe bis auf Rufzeichen, und diese Pfeilköpfe, glaube ich, habe ich alle. Ich habe bei einem Pfeilköpfen habe ich auch einen oder so. Auf jeden Fall 4 Admin-Shop-Köpfe, 10k fehlen mir, glaube ich, noch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich finde halt die anderen relativ viel schöner, auch wenn ich die dann doppelt habe. Zum Beispiel so ein Kaktus finde ich eigentlich relativ nice. Melone finde ich cool. Kiste geht eigentlich so, aber finde ich auch ganz cool. Aber das ist so irgendwie die Reihenfolge, so Kaktus, Melone, Kiste, vielleicht dazwischen noch so dieses dieser Kuchenkopf. Und da habe ich halt mal überlegt, was ich mir so nehmen soll. Und ich glaube eben Kaktus oder Rufzeichen, habe ich da gesagt. Und eben, dass er meint, was ich hier kaufen soll. Und hier hat er, glaube ich, schon den Kaktuskopf in der Hand gehabt. Also hier hat er schon gekauft gehabt. Ich natürlich noch immer am Schreiben, voller Spätchecker hier. Auf jeden Fall danke, lieber Sterax, nochmal für den Kaktuskopf.
Echt nice. Und ich glaube, er hat das so getan, als hätte er den weggeworfen. Und hat mich dann irgendwie verarscht. Fand ich ganz lustig. Und er so, okay. Und ich so, ja, okay, passt. Auf jeden Fall richtig nice. Und ich glaube, Steerax wurde auch über meine YouTube-Videos auf CutCon aufmerksam, hat sich da gleich VIP gegönnt. Also manche Leute, da denkt man sich echt, wow, krass. Ob man das selber auch so machen würde, wenn man auf YouTube irgend so einen Typen sehen würde, der hier Server-Tagebuch macht. Einfach mal auf den Server gehen, sich da auch VIP gönnen, läuft auf jeden Fall. Und eben hier so bin in einem Geheimversteck, da haben wir sich getroffen. Und echt nochmal nice von Styrax, dass er hier das alles für mich quasi gekauft hat. Das sind ja doch 10.000 KDs, das ist ja nicht gar nichts. Und von dem her, Dankeschön. Hier den Arrow-Down-Kopf habe ich, genau, da fehlt noch links, rechts und rauf bei den Pfeilen und eben das Rufzeichen. Aber wurscht, die werde ich mir vielleicht irgendwann mal so kaufen. Vielleicht mache ich das einfach mal. So da, und ich glaube, Styrax hat gesagt, ich soll da irgendwie dran schreiben, ja, du geile Socke oder sowas. Darf ich das Schild selber schreiben? Und der Sebi war natürlich wieder hart am Griefen hier. Der wusste natürlich sofort, ey, da gibt's wieder was zum Holen. Da gibt's einen 10K-Kopf zum Griefen, da muss ich mal vorbeischauen. Wie immer eigentlich. Der Sebi, der alte Griefer. Und hier hat er sich dann eben aussuchen dürfen, was er quasi auf sein Schild schreibt. Alter, manchmal bin ich so richtig dumm. Ich trinke hier nie was und kommentiere ständig Videos nach. Läuft auf jeden Fall bei mir. So da, wo waren wir gerade? Hier beim Kaktuskopf. Der Sterax hat irgendwie, hat er gesagt, ob er selber drauf schreiben kann. Und ich dachte mal so, naja, ist irgendwie kompliziert, dann muss ich jetzt hier adden und da sind 1000 Leute gerade. Wegen Griefen und so. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, ja, sag einfach, was draufstehen soll. Der Thundergod war wieder auch mal am Start. Ich finde es echt cool, wie viele Leute hier einfach immer irgendwie in meiner Höhle rumlungern, wenn ich da bin und irgendwie Sachen aufstelle. Und ja, wie gesagt, der Nameless war noch hier, der Sebi war da und da hat er eben dann geschrieben und hat sich überlegt, was er eben aufs Schild draufschreiben will. Und da dachte er sich eben so, was schreiben wir da mal drauf? Und ich glaube, es war wirklich irgendwas mit du geile Socke, habe ich richtig gefeiert, den Spruch einfach nur. Eben, ich AT stinke nach Hundeklo. Ja, Sebi, das werde ich draufschreiben auf dem Schild. Ich schreibe da drauf irgendwie, ich AT stinke nach Hundeklo. Läuft auf jeden Fall. Lieber Sepsen. So, dann danke du. Danke an Sterax. Und dann muss ich mir selber überlegen, für den Kaktuskopf. Du geile Socke. Ja, irgendwie so habe ich das da draufgeschrieben. Ich habe ja die Schilder, falls ihr es nicht wisst, ich habe alle Schilder, die quasi hier gehangen haben, bei dieser Kopfhöhle, habe ich natürlich auch, genauso eins zu eins, und ja, ich habe mir da jedes Schild abfotografiert mit dem Handy. Habe ich eins zu eins beim neuen Verotax in die Höhle aufgehängt. Da kommt man ja übers Lager hin. Das zeige ich ja dann nochmal in den nächsten Folgen, wie man dorthin kommt. Das wissen ja mit Abstand die wenigsten zurzeit, wie man dort auch hinkommen kann. Aber naja, macht ja nichts. Ich werde das schon noch herzeigen. Keine Sorge, liebe Leute. Hey, das seht ihr dann alle, wie man da hinkommt in die neue Kopfkammer oder Angeberhöhle oder keine Ahnung, wie man das hier nennen soll. Und hat er irgendwann noch gesagt, er hat noch ein Schwert für mich und ob ich ready bin. Und ich sag so, ja, bin bereit. Und ich so, du musst mir jetzt nicht irgendwas noch schenken. Und er so, oh doch, muss ich. Hier noch ein Bann 5 Schwert, also richtig krass zum Wiederfarmen, eben so ein Schwert nochmal. Dankeschön, lieber Asterax, echt für die ganzen Geschenke, die du mir hier gemacht hast. Der 10K-Admin-Jobkopf und hier nochmal ein Schwert, also läuft echt bei dir. Läuft, läuft, läuft. Dann ich so, das hat Bann 5, Alter. Echt nice nochmal, Dankeschön. Und mich wundert, dass dasselbe hier nichts gegrieft hat. Normalerweise, wenn ich die Folgen so schneide in dem Format, dass ich hier bei mir ein bisschen in der Kopfhöhle rumstehen bin, da grieft normal dasselbe. Und ich glaube, normalerweise kommt jetzt sicher irgendeiner an und grieft hier alles weg. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn keiner gekommen wäre. Ich wusste, das habe ich mir jetzt echt gedacht. Das gibt's ja gar nicht anders, dass hier keiner kommt und grieft hier ist. Alter Sebi. Ja. So, bin mal pennen. Nacht. Auf jeden Fall danke, Serax, gute Nacht. Hier hat er mal eine Spitzhacke bekommen. Und dasselbe wieder am Griefen, Alter, das ist ja nicht normal. Echt, das ist nicht normal, wie dasselbe hier am Griefen ist. Es jetzt gerade, der ist ja am Ping-Plane, dass es Ärger nicht geht. Der, guck, und zack, da hat Serax zum Glück dann bekommen. Oha, GG. Läuft auf jeden Fall. Ja, ist echt lächerlich, Sebi, echt lächerlich. Schade, dass ich mein Soundboard nicht da habe. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Was heißt da, schade, dass ich mein Soundboard nicht da habe. Hier bin ich nochmal auf S1. Ich glaube, da hole ich irgendwas von meinem Spawny ab. Und
Während ich hier was ganz nice von meinem Sporni abhole, kriegt der Sebi natürlich nochmal ein bisschen was von meinem Soundboard hier zu spüren. Und zwar. Ah, das war viel zu leise. Nochmal. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Der liebe Elotrix hier mal am Soundboarden bei mir. Und hier habe ich den Kopf von Kotoga abgeholt. Ja, genau. Ich habe ja wieder mal bei der Vote-Verlosung gewonnen. Das zweite Mal mittlerweile in, glaube ich, 4 Monaten oder sowas war das. Und echt nochmal richtig krass, das so, dass ich hier wieder mal das Glück hatte, irgendwie da reinzukommen. Hier im Kopf von Kotoga gewonnen bei der Vote-Verlosung, glaube ich, habe ich draufgeschrieben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall richtig nice. Also ich habe hier manchmal echt viel Glück auf dem Server, da kann ich echt gar nichts dagegen sagen, falls irgendjemand sagt, ey Rotax, du bist ein alter Glückstyp oder Glücksscheißer oder wie man immer das auch nennen soll. Und hier mit der Nameless nochmal einen Widder-Kopf hingeworfen. Ich weiß gar nicht warum, aber YOLO anscheinend. Danke lieber Nameless für den Widders-Kopf hier. Hat mich echt gefreut. Also echt danke für alle, die mir hier irgendwelche Sachen zuwerfen. Die kriegen ja hier alle auch ein Schild und ist echt nice auf jeden Fall. Hier nochmal der Kopf von Kotoga. Hier haben wir getauscht, glaube ich. Ja, genau, da haben wir getauscht. So war es. Nämlich, es hat mir gar nichts geschenkt, du Arsch. Nee, Spaß. Hier mal getauscht und irgendwie der Lord Muik hat dazugeguckt und damals so ein Kotoga-Kopf gegen Wiederkopf getauscht, spaßhalber. Weil zufällig, weil er gerade da war. Und ich glaube, der Nameless hat den Wiederkopf wieder zurückbekommen. So ein Arsch. Ja, der hat ihn, glaube ich, wieder zurückbekommen. Ich glaube, ich habe ihn hier nur spaßhalber aufgehangen. Ich habe dann sogar wieder bekommen. Ja, lieber Nameless, falls du das gerade siehst, ich finde das echt unfair, dass du mir Widderköpfe zuwirfst und die dann wieder zurückhaben willst. Das nennt man asozial. Nee, Spaß beiseite. Kannst natürlich eh wieder haben. Das war so ein kleiner Gag, den wir hier gemacht haben. Und da unten, da schon ein Widderkopf von Nameless gestanden ist, habe ich mir gedacht, ja, stellen wir den einfach mal dazu. Kann man mal bringen. Hier steht er eben rum und denkt sich so, RT? Irgendwie, naja. Solltest du mir das wieder geben? Und da ist ja nochmal eine Kiste geworden zum Schluss. Und hier habe ich dann nochmal eine Anfrage auf S2 an den Sepsen geschickt. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber irgendwas wird sicher gewesen sein, irgendwas Wichtiges. Ja, genau, hier war man bei WMarkt. Denn da habe ich mir noch ein paar Leuchtfeuer gegönnt. Ich kriege ja nicht alle Leuchtfeuer geschenkt und vor allem die ich geschenkt bekomme, die muss ich ja irgendwie aufstellen oder in eine Kiste packen. Nee, Spaß beiseite jetzt. Ich lasse den Running Gag jetzt mit dem Geschenkt bleiben, mit dem Geschenke bekommen. In Ruhe auf jeden Fall habe ich dem Sebi hier mal 2 Leuchtfeuer und ein paar Widerköpfe abgekauft. Für 38.000 war das. Ich glaube, das war ein ganz guter Preis. Denn die Leuchtfeuerpreise sind ja alle gestiegen mittlerweile. Von dem her läuft es eigentlich ganz gut. So, da und hier nochmal Danke geschrieben. Natürlich. Kein Problem, lieber Sebi. Den habe ich nämlich fürs Casino gebraucht. Ich brauchte ja wirklich für mein Casino richtig viele Leuchtfeuer. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich da schon wieder rausgehauen habe. Aber ich glaube, es waren an die 10 Stück oder über 10 Stück schon wieder, die da beim neuen Verotag schon wieder rausgegangen sind. Deswegen, ich bin immer am Leuchtfeuer suchen, günstig Leuchtfeuer suchen. Denn sonst ist ja irgendwie der Beacon ist ja mittlerweile mehr wert als der 10k Admin-Shop. Aber naja, macht ja nichts auf jeden Fall. Danke, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Server-Tagebuch. Bis und dann. Ciao, euer Rotax.